深圳华强路2018年8月20日晚上7:30，一对男女朋友在餐厅里一边吃饭一边聊天。好吃吗？嗯。Hallo und herzlich willkommen bei dieser neuen Lektion Chinesisch für Anfänger. Ich bin Oliver. Um diese Lektion gut zu verstehen, sollst du auch meine ehere Lektionen gut beherrschen. Du findest alle Lektionen auf der Webseite chinesisch-mit-oliver.de. Vielleicht erinnerst du dich noch, was ein Brief war. Der Briefträger sah sich die Adresse an und fängt immer ganz unten an, beim Land. Danach kam die Provinz, dann die Stadt, die Straße und ganz am Ende schaute er sich den Namen der Empfänger an. Aber das ist nicht logisch. Wenn du liest, dann liest du immer von oben nach unten. In China macht man das auf andere Weise. Zuerst sagst du das Land und ganz am Ende den Namen der Empfänger. In China denkt man immer von groß nach klein. Wir fangen diese Lektion an mit der Karte von China und den Provinzen. Die Dame, die du hörst, will dir einen bestimmten Ort sagen. Und deshalb fängt sie an mit dem Land, China oder Zhongguo. Danach sagt sie die Provinz, Guangdong, ganz rechts unten auf der Karte. Dann sagt sie die Stadt, Shenzhen. Dann die Straße, Huachenglu. Und ganz am Ende arrivieren wir in einem Restaurant. 中国广东深圳华强路 Die Provinz Guangdong befindet sich also ganz rechts unten in China. Hier siehst du drei Provinzen, Guangxi, Guangdong und Hainan. Ich will, dass du dich von diesen drei Namen jedes Mal das zweite Zeichen erinnerst, also Xi, Dong und Nan. Xi, das bedeutet der Westen. Xi. Dong, das ist der Osten. Dong. Hier siehst du nochmal die Provinzen Guangxi und Guangdong oder Westguang links und Ostguang rechts. Und da unten liegt die schöne Insel Hainan. Und dieses zweite Zeichen, Nan, bedeutet der Süden. Nan. Du kennst jetzt den ganzen Kompass auf Chinesisch. Wie du weißt, ist der Norden Bei, so wie in Beijing. Bei. Danach links siehst du den Westen oder Xi. Xi. Rechts befindet sich der Osten, Dong. Dong. Und unten gibt's den Süden oder Nan. Nan. Wenn du jemals vorhast, um in China zu reisen, dann sind diese vier Wörtchen sehr, sehr wichtig. Wie du bemerkt hast, werden die Sachen in Chinesisch oft umgekehrt gesagt. Wir sagen zum Beispiel Nordosten, aber auf Chinesisch ist das Ost-Norden oder Dongbei. Und Südwesten in Chinesisch ist West-Süden oder Xinan. Dieses Wort Dongxi wird ganz viel benutzt. Wörtlich bedeutet es Ost-Westen.
Aber auf Deutsch wäre das ein Ding oder Dinge oder Sachen. Wenn du jemals jemanden wegen irgendeiner Sache ein Kompliment machen willst, dann sagst du also Hao Dongxi. Die Provinz Guangdong oder Ostguang, Guangdong, wurde früher Kanton genannt. Die Leute hier sprechen ein Dialekt, ganz anders als das offizielle Chinesisch oder Mandarin. Dieses Dialekt heißt Kantonesisch. Hier siehst du eine Karte von der Provinz Guangdong. Auch siehst du die Stadt Shenzhen, eine der interessantesten Städte in China. Shenzhen grenzt an Hongkong. Und auch in Hongkong spricht man dieses Dialekt, Kantonesisch. Shenzhen und Hongkong sind beide China. Aber zwischen Shenzhen und Hongkong befindet sich ein stark geschützter Grenzübergang mit Zoll- und Passkontrolle. Und das ist, weil Hongkong ein anderes politisches System hat. Deshalb eben nennt China sich immer ein Land mit zwei Systemen. Dies sind die Schriftzeichen für Shenzhen. Shenzhen. Und dies ist Xiangang. Und das bedeutet Hongkong, nur auf Mandarin. Der Name Hongkong ist Kantonesisch. Also wenn du zu einem Chineser Hongkong sagen willst, dann sollst du Xiangang sagen. Und hier siehst du die Straße Huaqianglu in Shenzhen. Dies ist unbedingt einer der meist besonderen Orte in China. Hier befindet sich die größte Konzentration in der Welt von Elektronik und alles, was mit Elektronik zu tun hat. Du brauchst wenigstens eine Woche, um das gesamte Angebot an Produkten zu sehen. Die Preise hier sind nicht viel höher als die Fabrikspreise. So wird Huaqianglu geschrieben. Huaqianglu. Bitte erinnere dich an das dritte Zeichen, weil du das überall in China sehen wirst. Lu, das bedeutet Straße. Nachdem die Dame den Ort gesagt hat, sagt sie das Datum. Der 20. August 2018. Wie ich gerade schon sagte, denken die Chinesen immer von groß nach klein. Also auf Chinesisch sagst du zuerst das Jahr, danach den Monat und als letzte den Tag. Das Jahr 2018 auf Chinesisch ist 2018 oder auf Deutsch 2018 Jahr. Nian, das ist Jahr. August auf Chinesisch, das ist Ba Yue oder 8 Monat. Wenn du von 1 bis 12 zählen kannst, da kannst du jetzt auch alle Monate im Jahr sagen. Zum Beispiel Januar, das ist 1 Monat oder Yue. Und Dezember, das ist 12 Monat oder Shear Yue. Zum Schluss der Tag, der 20. Das ist Arshe Re oder 20 Tag. Re, das bedeutet Tag, wenn du über ein Datum redest. Du weißt jetzt also zwei Wörter für Tag. Re, wenn du ein Datum sagst, und Tien, wenn du über einen Tag im Allgemeinen redest. Und jetzt fängt der Spaß an. Ich will, dass du jetzt dieses Datum völlig auf Chinesisch sagst. Warte, ich sag's zuerst mal. 2018, 8月, 20日. 2018, 8月, 20日. Und jetzt bist du dran, sag's mal. Schließlich sagt die Dame den Zeitpunkt, 19:30 abends. Wie du weißt, ist Abend, Wenshang, 7 Uhr, das ist Qidian. Wenn du von 1 bis 12 zählen kannst, dann kannst du auch jede Stunde sagen. Zum Beispiel 3 Uhr, das ist Sendian. Oder 11 Uhr, das ist Shiyidian. Und Ban, das bedeutet halb. Auf Deutsch sagen wir 19:30. Aber auf Chinesisch wäre das 7 Uhr und ein halb. Also Qidian Ban.
晚上七点半。Dann sagt die Dame, I tui nanu panyo. I, das ist eins, oder den Artikel ein. Du weißt schon, nan panyo, ein männlicher Freund, also ein Boyfriend. Und nu panyo, das ist ein weiblicher Freund, ein Girlfriend. Also nan nu panyo, das ist Freund und Freundin. Das Wort tui, das ist ein Klassifikator. Der wird benutzt für zwei Sachen, die zusammengehören, aber nicht identisch sind. Auf Deutsch wäre das ein Paar. Dann sagt sie, zai zanting li. Zanting, das ist ein Restaurant. I tui nanu ponyo, zai zanting li. Ein Paar, Freund und Freundin im Restaurant. 一对男女朋友在餐厅里。Sie sagt, 一边吃饭，一边聊天。一边吃饭，一边聊天。Wenn du gleichzeitig zwei Sachen machst, zum Beispiel Essen und Plaudern, dann sagst du auf Chinesisch, 一边 essen, 一边 plaudern. Wie du gelernt hast, 边, das bedeutet Seite.Du könntest diesen Satz also übersetzen wie an einer Seite essen, an der anderen Seite plaudern. Liao tian, das ist plaudern oder auf Englisch chatten. I tui nanu pengyou zai canting li, yi bian chi fan, yi bian liao tian. 一对男女朋友在餐厅里。一边吃饭，一边聊天。Zum Schluss sehen wir den Dialog im Restaurant. Der junge Mann fragt, "好吃吗?" und seine Freundin antwortet, "Ah." 好吃吗?Du siehst alle Lektionen auf der Webseite chinesischmitoliver.de.